Natürlich wieder viele angemeldet, die gar keinen Archblade am Start haben. Was ist denn jetzt los? Wieso spielst du schon? Weil ich es kann. Ich habe einfach mal geguckt. Und es geht. Man kann jetzt schon einfach ins Spiel gehen. Na gut, dann spielen wir einfach schon mal. Okay. Ich bin Cézanne, ein Untoter. Das hört sich an wie ein Salat. Ja, aber nee, Cézanne. Ach, hör mal, der Cäsarsalat. Der Painter aus, der Maler aus Frankreich, Cézanne. Ah, die führen sich. So. Genau, wir spielen hier so eine Art. Oh, jetzt bin ich hier aus Versehen in den falschen Modus gegangen. So, wir spielen eine Art Domination. Es gibt hier also so eine größere Map, wo wir überall versuchen, die verschiedenen Punkte einzunehmen. Und ich nehme gerade mal für unser Team. Yes! Diese. Boah, gegen zwei! Ich muss ja gerade gegen zwei kämpfen! Hilfe! Wo sind die denn? Da komme ich auch dazu. Geschlagen. Ja, ich lasse mir doch nicht von dir aufs Maul hauen. Ich verrate dir doch nicht, wo die sind. Das wäre aber ganz nett. Ich nehme einfach mal das zweite ein. So. Ich würde sagen, wir wresteln das nachher im Studio sowieso mal aus. Ja, genau. Nachher machen wir noch einen richtigen Real-Life-Wrestle. Oh, der Respawn dauert ja ewig. Zack. HP ab. Ich laufe hier ganz alleine durch die Karte und habe keine Gegner. Nehme dafür die Punkte ein. Ja. Hervorragend. Oh, da geht's ab. Jetzt geht's los. Ich finde, es ist echt ganz geil animiert. Ah, jetzt werde ich aber hier tatsächlich. Kill! Boah, ich komme hier ganz übel in Bedrängnis. Aber ich muss sagen, ich habe auch von diesem Kampfsystem, ich komme mit dem Kampfsystem noch nicht so ganz klar. Ich glaube, ich bin Mega-Angriff und so. Ja, ja, man muss also so ein bisschen lernen, muss man schon. Man hat zwei Fähigkeiten, die man auslösen kann. Meine ist einmal so ein AOE-Effekt, wo ich den Gegnern Health abziehe und mir selbst Health hinzufüge. So, hier haben wir den schon eingenommen. Ich habe hier auch. Hervorragend. Oh, da geht's ab. Jetzt geht's los. Ich finde, es ist echt ganz geil animiert. Ah, jetzt werde ich aber hier tatsächlich. Ha! Kill! Boah, ich komme hier ganz übel in Bedrängnis. Aber ich muss sagen, ich habe auch von diesem Kampfsystem, ich komme mit dem Kampfsystem noch nicht so ganz klar. Ich glaube, ich bin Mega-Angriff und so. Ja, ja, man muss also so ein bisschen lernen, muss man schon. Man hat zwei Fähigkeiten, die man auslösen kann. Meine ist einmal so ein AOE-Effekt, wo ich den Gegner ziehe und mir selbst helfe. Ich habe hier auch die Fähigkeit, dass ich so ein bisschen unsichtbar werden kann. Für den Gegner und ich habe noch eine weitere Fähigkeit, die kann ich aber erst zeigen, wenn ich ein bisschen mehr habe und wenn ich zum Beispiel hier den hier angegriffen habe. Komm mal her. Geht der einfach weg, feiger Hund. Komm mal her. Bist du das? Du bist doch Walle, oder nicht? Nee. Bist du nicht Walle? Nein. Wir jagen hier hinterher einfach. Da ist der Gronkh! Da ist der Gronkh! Schade, dass ich meine andere Fähigkeit noch nicht habe. Das Lustige ist, ihr jagt mir alle hinterher und in der Zeit vernachlässigt ihr die Aufgaben, die Bases einzunehmen. Ja, das stimmt. Das deshalb gehe ich jetzt auch mal wieder zurück. Aber da werden. Ja, ich bin hier sowieso auseinandergenommen von drei Leuten auf einmal. Voll. Ich bin immer benachteiligt. Ich bin ein trauriger Rocker. Ich komme nicht dazu auszulösen. Wenn man angegriffen wird, dann kann man auch meistens seine Fähigkeiten nicht auslösen. Das stimmt. Das ist ärgerlich manchmal sogar. Aber ziemlich actionlastig, muss ich sagen. Und auch gar nicht mal so unstrategisch. Denn immerhin geht es darum, bestimmte Punkte einzunehmen. Okay. Und man muss wirklich im Team kämpfen. Das stimmt. So, es sind inzwischen noch ein paar mehr Leute hinzugestoßen. Das freut. Was willst du eigentlich hier? Komm mal her, wir machen mal ein Duell. Boah, du mit deinem miesen Angriff. Vor allem, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, verdammt. Ich habe vorhin einmal kurz das Tutorial gespielt. Ich kann das überhaupt nicht. Ich mach dich weg. Gleich bist du weg. Yes. Scheiße, ich kann das. Ich kann die Steuerung überhaupt nicht. Yes. Ich kann nur mit der linken Maustaste draufdrücken. Ich habe die anderen Moves alle vergessen. Die rechte Maustaste ist auch noch da. Das ist der starke Angriff. Und dann, ach, deswegen. Und dann unten rechts hast du ja F und G für die. So, ich nehme mal hier wieder ein. Capturing. Wir könnten noch mal die harte Mucke einspielen von der Country-Mucke. Wir sehen ja immer noch so fies aus. Wir haben immer noch die Porno-Bärte. Die werden noch ein bisschen dauern, glaube ich. Yeah! Also mir gefällt das Spiel echt ganz gut.
Irgendwie hat das so ein bisschen zu Unrecht zu wenig Verfolger. Oh, der war jetzt aber schnell. Ich war doch eigentlich voll. Ja, Alter, du bist Schwede. Immer rotzevoll. Jetzt sind mehrere Leute hier. Jetzt sieht man, unsere Teams sind voll inzwischen. Das sieht gut aus. Und damit ist auch hier wirklich ordentlich. Boah, schon wieder habe ich immer drei Leute am Arsch. Kann mir das irgendjemand erklären? Ja. So, und jetzt, pass auf, hier. Wieso kann ich den nicht? Ach, Kuh ist das. Ah, schade, er ist schon weg. Na gut, egal, dann nehme ich hier den nächsten. Bäm! Ich habe nämlich so einen Käfig, den ich auslösen kann. Und kann dann damit den Gegner einschließen, was ich sehr, sehr geil finde als Fähigkeit. Als zweite Fähigkeit. So, jetzt versuche ich mal dem den Weg abzuschneiden hier. Die ist immer noch da. Nein, komm her. Leider kann ich den jetzt momentan nicht. Bist du das eigentlich? Ach, ja, ich kann das hier nicht einnehmen, solange da ich gekämpft wird. Ja, natürlich nicht. Ach, da ist schon wieder einer. Ja, beinahe. Boah, mach schon Kampf! Komm her! Der hat doch nichts mehr. Ah, er ist weg. So, in der Mitte, Leute, in der Mitte wird gerade heftigst gekämpft um unseren Punkt, der noch uns gehört. Boah, nee, jetzt bin ich auch down. Du bist down? Ja. Ich bin down, Rumpel. Manchmal hat man im Leben diese Phasen. Dann hörst du ein bisschen Musik und dann geht's wieder. Ja, es geht wieder. Nur wenn ich down bin, höre ich damit auf. So, einer ist weg. Und der nächste auch gleich. Das ist auf jeden Fall eine Menge Leute, die sind besser als wir. Ja, das ist immer so. Yes. Aber ich muss sagen, ich spiele es auch gerade zum ersten Mal. Vor allem dieses AOE-Ding, das ist besonders geil, übrigens. Capturing AOE, ist available. Ja, ja. Wieso kann ich jetzt nicht capturen? Ich will jetzt capturen. Ich kann nicht capturen, wieso nicht? Boah, schon wieder drei. Wie viele rote gibt's denn hier? Double Kill, yeah. Leider tot, aber Double Kill. Nice. Immerhin. Bam. Samuel Thienma, der ist wohl mal draufgegangen. So, was willst du denn hier eigentlich? Ja, der Respawn dauert immer ein bisschen, ne? Ja, aber so viel ist das eigentlich gar nicht. Nein! Damn it! So. Allmählich wird es übrigens gar nicht mehr so einfach, Multiplayer-Games zu finden. Nee? Die mal spielen können, also neue Multiplayer-Games, finde ich. Man kann aber auch ein paar andere nehmen. Nochmal, meinst du? Ja, kann man ja machen. Yes! Das ist die Musik hierfür. Ich schreibe gern Gedichte über Liebe und Poesie. Ich schreibe gern Gedichte und verlese sie nie. Da ist der Grog mit drin. Ich schreibe von kleinen Häschen und von einem kleinen Dreh. Manchmal rasiere ich mir den Bart. Das macht mich ganz besonders hart. Das klingt jetzt wieder falsch, ne? Ich kann nicht in die Kamera gucken. Kleine Häschen sind so fucking niedlich, Baby. So, unser Team ruht hier gerade, muss ich sagen. Einmal im Leben muss man einen Hasen gestreichelt haben. So, den habe ich jetzt gefangen hier. Das ist nämlich ganz geil. Der kann jetzt hier erstmal nicht mehr raus. Ach so. Oh, du Sau. Kill. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich kenne die Map überhaupt nicht. Na komm schon, geh drauf. Jetzt ist er drauf gegangen. Ich selbst kann natürlich hier wieder raus. Das ist kein Problem. Ah. Und das finde ich ganz geil. Super. Wir machen hier gerade eine gute Tour. Ja? Wie sieht es denn da nicht aus? Ich glaube, wir führen aber nicht viel. Bist du sicher? Ja. Ich glaube, in der Mitte wird auch schon wieder gekämpft. Ich muss mal wieder zurück zur Mitte. Zur Mitte, zur... Zur Mitte. Zur Sitte. Zum Frack. Zum Frack, ja. Komm her. Yes. Kill. Da haben wir es gehabt.
Executioner. Juhu. Capturing. Yes. Ob die Leute Behemoth kennen, ich glaube gar nicht. Boah, geil. Wir machen gerade echt ein paar vielleicht. Oh, ich sehe gerade, das sieht gar nicht so gut aus. Leute, wir müssen dringend Sachen einnehmen hier. Ein super Team. Oh, die Frage ist nur, wohin geht's? Oh. Okay, wohin geht's jetzt? Jetzt kommt. Oh, jetzt geht's Kampf. Execution. Ich nehme ein. Und. Ich habe eingenommen. Du nimmst ein. Ich habe eingenommen. Oh, wir haben alle drei eingenommen. Sehr schön. Double kill. Richtig rockig heute die Show, ne? Das ist geil. Irgendwie feier ich das. Nein! Lara mag mich nicht. Double kill. Alter Schwede. Dieser eine, dieser Elf, der ist extrem gut. Der ist auch erst Elf. Ich hab mir letztens übrigens... Ja. Ich weiß gar nicht, wir reden hier so laut, weil das hier im Studio so laut ist. Ich weiß gar nicht, ob das im Livestream auch so laut ist. Und wir überhaupt gar nicht so laut reden müssen vielleicht. Jedenfalls habe ich mir letztens Free-to-Play angeguckt. Hast du dir das auch schon angeguckt? Nee, immer noch nicht. Was hältst du denn insgesamt von dieser ganzen Thematik? Free-to-Play? Ja, also nicht die an sich die Thematik Free-to-Play, sondern das ist jetzt sozusagen... 1 Million Preisgeld, E-Sports, also Wettkämpfe und so weiter. Was hältst du davon? Muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich gar keine Meinung zu. Bei Free-to-Play habe ich immer so ein bisschen die Meinung, ich habe immer Angst, dass die Qualität ein bisschen leidet. Ja, aber Free-to-Play ist ja jetzt gar nicht mal unbedingt Thema gewesen. Es ging ja nicht wirklich darum, der Titel ist Free-to-Play oder so, sondern es ging eher darum, weg damit. Es ging ja eher darum, dass eben so ein wahnsinniges Preisgeld auf den Dota-Gewinn ausgesprochen wurde. Dass es so einzigartig wäre und so. Ich finde ja, da geht irgendwie für mich so ein bisschen der Spaß verloren, wenn es dann plötzlich, und auch, man sieht es auch an den Leuten, die da mitspielen, dass es tatsächlich plötzlich nicht mehr um Spielspaß geht, sondern es geht um ganz andere Sachen. Es geht um Geld verdienen, es geht um... Aber das ist ja immer so mit diesen Existenzen. Mit den Skill-Games, das Problem habe ich sowieso immer. Yeah, kill! Dass man teilweise gar nicht mehr nach Spaß bewertet wird. Oh, da kommen ja wieder zwei. Ja, das bin ich. Ach, natürlich. Ah, der wieder mit seinen Pussy-Moves hier. Kill! Habe ich dich vorhin noch geherzt gerade? Geherzt, ja. Aber nicht im Spiel. Wird Sarathars Bart auch noch abrasiert, fragt Samuel Tenma gerade. Nein. Weiß ich nicht, der rasiert ihn immer freiwillig immer wieder. Oh, da kommen drei von euch. Ist immer sehr schwierig, wenn wir über Sarathars Bart bestimmen. Das wäre merkwürdig. Oh. Die Haare, einfach mal so in der Mitte, einfach in den Haaren einmal so rüber. Hier so, aber... Boah, dann mehr... Oh, dann wäre Polen offen. So einen invertierten Irokesen. Genau, so ein. Boah. Invertierter Irokesen. Mal wissen, was da los wäre. Ja. Oh, da kann man mal Gift aufnehmen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Spiel sieht ein bisschen besser aus auf meinem Rechner zu Hause zum Beispiel, muss man sagen. Hier haben wir irgendwie so ein bisschen die Grafikkarten Probleme. Execution. Oh, was ist das denn hier? RP plus 1. Schön. Oh, du hast jemanden umgebracht. Ja. Das kriege ich inzwischen ganz gut hin. Leider sterbe ich auch selber sehr oft. So, trotzdem sieht das für uns ganz gut aus, denn hier sind wir mit dem Capturen ein bisschen besser. Ja. Die Capturen haben wir da mehr Glück gehabt bisher. Jetzt wird aber angegriffen. Von allen Seiten. Pass auf. Boah, ihr habt da einfach zu viele gerade. Ich sehe gerade nichts, weil das so ruckelt. Mann, so, jetzt da. Ich habe dich gerade hier richtig schön... Ja, ihr seid zu viele da gerade. 3 gegen 1. Wegen zu viele. Jetzt sind 2 gegen 2. Ne, jetzt wieder 3 gegen 1. Double kill. So, das ging ganz gut. Danke Franzi und danke die Annie. Die Annie ist sowieso die ganze Zeit bei mir und hilft mir, das ist gut. Lass uns in die Mitte gehen. Da ist gerade Trouble. Trouble in the house. Ich finde das Design eigentlich auch ganz nett von dem Spiel. Das stimmt. So. Ich lese immer die ganze Zeit, Aliens have attacked the Pylon. Aliens? Ja, das sind wir. Das ist das andere Team. Nee, Allies. Allies steht da. Oh, ja, wir werden angegriffen. Alle sind am Capturen und keiner...
So, wie war das jetzt noch mit diesem Alt eigentlich? Da gab's auch noch was. Da hat mich einer weggeschossen. Ich weiß gar nicht. Huch, ich muss jetzt da lang. Sieht aber insgesamt gut aus. Muss ich sagen. Ja. 1-3 zu 1. Das ist super. Wir kriegen das hin. Ich kann von Anfang direkt alles ausprobieren. Das ist ja super. Das nicht. Steuerung, vielleicht gehört die Ecke schon euch. Ah, ja, ich sehe sie. Vor eben war das noch anders. So, hier wird in der Mitte wird auf jeden Fall immer hart gekämpft. Hart, sagst du, ja? Ist ja genau dein Ding. Oh ja. Kill und... Komm her. Der ist auch weg. Da hinten läuft einer. Wir müssen hier rüber. Glaube ich. Hier wird gleich versucht einzunehmen. Ja, wusste ich es doch. Ihr kleinen Schweine, 2-1, ihr seid so feige. Ich dachte, du bist ein harter Mann, weißt du, Rumpel, aber du Double bist Kill. Pussy. Du bist eine rasierte Pussy mit Doppelkinn. Ich bin, so. Du bist ein Gesicht mit Cameltoe. Deshalb magst du so. Mich so, ne? Natürlich. Deswegen kraul ich dich. Alter Schwede, aber 4 Leute sind ja doch so hart für mich. Schön. Dieser komische Lauf ist blind, also diese Laufdinge, das bringt überhaupt nichts. Ach, dann ganz schon wieder 2. In dem Moment kannst du sie nicht angreifen, glaube ich. Da ist viel los in der Mitte. Kill. So. Jag mich doch. Jetzt bin ich eh tot. Hat sich gar nicht mehr gelohnt zu kämpfen gerade. Ich wollte den wenigstens verfolgen. Damn it. So. Damn it, Janet. Das war nix. So eine Runde dauert ganz schön lange, ne? Teilweise. Ja, aber ist doch ganz gut. Ja, wir spielen eine halbe Stunde und damit haben wir ein gutes Match und es ist spannend. 1-6 zu 1-2 ungefähr. Hä, wie doof war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du getan hast. Aber kann ich nee, nicht ich. Das war ich gar nicht. Ausnahmsweise mal. So, jetzt laufen wir hier richtig schön mit mehreren durch. Das ist natürlich gut. Finde ich gut. Ab in die Mitte. Oh, Leute, wir müssen jetzt unbedingt mal was einnehmen, weil das sieht nicht gut aus hier. Einnehmen, zwei nehmen. Da kann man ja auch mal flexibel sein. So, einnehmen. Haltet mir den Rücken frei! Den haarigen Rücken. Auf dem Rücken kann man dich auch mal rasieren, wenn du willst. Ja, da muss man ihn nicht rasieren, aber ich flank wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel? Wie ein Spiegelei mit so einem Auge drauf. Oh nein, jetzt hat mich doch noch einer weggemacht, aber er war nicht gerade so gut. Und es ist immer dieser verdammte Schwarz-Dunkel-Elf, was auch immer. Huch. Hier direkt gekämpft? Nee. Boah, was denn das für ein... Kann man hier irgendwie... Kill. Ich bin ein Executioner, hast du gehört? Ja, hab ich gehört. War ich auch schon mal. Ich freue mich ein bisschen. Boah, jetzt habt ihr echt... 4 von 5. Aber das ist mal so, ne? Das ist, Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Wir haben jetzt gerade zu viel verloren. Unser Team, wir müssen uns dran halten. Wir müssen wieder Sachen einnehmen. Nehmt mehr Sachen ein. Boah, die Franzi Fröhlich wieder. Oder der Franzi Fröhlich. Das ist wieder ein Typen gerade. Kill. Boah, mit so einem miesen Schwert. Execution. Dammit. Kriege ich gerade nicht platt gemacht hier. Was ist denn jetzt eigentlich verändert worden? Wir haben doch vorhin so lange geführt und jetzt holt ihr gerade auf. Nein! 1-4. Leute, mein Team. Was ist da los? Schwinde, du Dunkelelf. Ich will dich nicht. Nein! Oh, ich bin in die Lava gefallen gerade. Ich wollte springen, aber die ist nach links gesprungen. Warum springt die nach links? Wer macht denn so was? Links springen. Kill. Weiß es nicht. So. Epic View. Der ist weg. Es fehlt doch noch dieser Dunkelelf hier. Komm. Ich bin ja auch noch.
Oh, Alter! Was der was der für ein Kill? Nee, oder? Warst du ja, ich ja doch, das. Tatsächlich, du bist von hinten, hast dich angeschlichen, du Hund. Ich hab grad den Kampf gesehen und dachte, ich unterstütze mal ein bisschen. Ja, also korrekt. Und jetzt nehmen wir den Punkt ein. Nee, nehmt ihr nicht. Meinst du nicht? Wir führen doch, ja, noch, Leute, noch. Wir hatten mal 500 Vorsprung angenommen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Noch führen wir. Aber das dauert nicht mehr lang. Die sind jetzt bald, haben die 100 aufgeschlossen. Aber das sieht gut aus. Nehmt die Mitte ein. Oh, bei uns direkt der Punkt. Der wird auch noch wieder angegriffen. Tja, das war's wohl. Ja. Nicht wahr, lieber Gronkh? Nicht wahr? Ich bin schon längst woanders. Was denn? Ah, nee, das war gar nicht du. Das war Griyuna. Ich habe nur Grr gesehen und dachte, das wärst du. So, Entschuldigung, ich wollte den Skill gar nicht stehlen. Eigentlich war das Samuel Tenmas. Muss man fairerweise sagen. So, momentan, jetzt führen wir tatsächlich wieder. Sieht ja ganz gut aus. Ich habe das Gefühl, das ist ein ewiges Hin und Her. Das wird Nee, guck doch mal oben. 1800. Wir müssen das nur vollkriegen, dann haben wir gewonnen. Wir sind kurz vor Gewinn. Aber eben nur kurz vor, leider. Ah, super. Oh, was war das denn jetzt schon wieder? Damn it. 1,8 zu 1,7. Oh, das wird knapp. So, nix da. Du fällst mir jetzt zum... Yes. Zum Opfer. Yes, yes, yes. Mit meiner Fähigkeit hier, mit dem Käfig, die ist echt cool. So, wieso kann ich den jetzt nicht einnehmen? Das verstehe ich nicht. Ready. Ich müsste den eigentlich einnehmen können und der gehört nicht uns, der gehört euch. Ich weiß es nicht, vielleicht weil der einfach cool jetzt ist. Nee, man musste nur kurz seine Position verändern. Oh, yes. 2000, uns fehlen noch 70, 60 nur noch. 60 Scheiße, Punkte fehlen uns. Scheiße, 2 auf 1 wieder. Mann, wir haben alle Punkte gerade eingenommen und jetzt geht's richtig hoch. 50. 40. Wie kann das sein? 30. Genia! Dich habe ich auch schon öfter mal. Beziehungsweise du hast mich schon öfter mal aufgebracht. 2000 geht da. Yes. Darf doch nicht wahr sein. Schiebung! Sehr gut! Schiebung! Aber ich finde es ein super spannendes Match. Das stimmt. Insgesamt. Das stimmt. Oder? Das also stimmt. Echt ein schönes Spiel. Es macht Spaß, aber ich wünschte, ich würde die ganzen Moves kennen. Ich habe jetzt immer nur links und rechts geschlagen, also mit Maustasten, aber diese Special Moves habe ich gar nicht gemacht. Genau. Ich gehe mal jetzt raus.